Die Übergänge von Freundschaft und Liebe, irgendwie sind sie fließend. Ich bin mir mittlerweile nicht mal mehr sicher, ob man das überhaupt trennen kann. Es ist verwirrend. Bereust du es? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Robert schläft auch mit Greta. Ich weiß. Ich habe gestern Nacht noch mit Hochstädter gesprochen. Ich habe ihm gedroht, ihn mit seinen Spielschulden zu verpfeifen, wenn er nichts unternimmt. Die müssen das Angebot zurückziehen. Warum machen die Kreditangebote, wenn sie sich nicht daran halten? Na, weil die verdienen wollen. Arschlöcher. Wenn du noch mal mit Kilian redest, ich meine, 1% mehr oder weniger. Nein, das ist vorbei. Jule wird uns helfen, schneller an Gretas Erbe zu kommen. Wie? Jule wird als Arzthelferin bei Markus arbeiten. Ich liebe dich. Wie soll ich da zurück zu Markus gehen? Jule, wir haben noch einen Plan. Du wirst Alexandras Job in der Praxis übernehmen. Jule, au! Gott, das wollte ich nicht. Ja, ist ja gut. Hör zu, ich lass mich nie wieder von dir so einspannen, hörst du? Was? Halt mich aus deinen kranken Sachen raus. Diese Sieverstedt-Weiber sind unberechenbar und deshalb gefährlich. Deshalb werde ich Jule auch noch mal vor Augen führen müssen, wie wichtig sie mir ist. Ich möchte mit dir eins sein. Und ich frage dich, möchtest du das auch? Ja. Es wird Zeit. Wir haben noch einiges vor. Wir müssen Greta von ihrem Leiden befreien. Wie jetzt? Na, sie ist doch krank. Sie wird sterben. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich zu lange quält. Man merkt gar nicht, dass sie sich... Ja. Sie verdrängt den Tod. So wie viele. Aber trotzdem ist es doch ihre Entscheidung, ob sie leben will oder nicht. Was ist denn, wenn es so schlimm wird, dass sie nur noch von Maschinen am Leben gehalten wird? Ohne Hoffnung. Ohne auch nur die Möglichkeit, eine letzte Entscheidung zu treffen. Hast du jemals einen Menschen dahinsiechen sehen? Dann weißt du, wie menschenunwürdig so ein Ende ist. Und das möchte ich Greta ersparen. Du willst sie umbringen? Pah. Hässliches Wort. Wir werden ihr helfen, sanft aus dem Leben zu gehen. Das kann ich nicht. Hast du vergessen, was du mir versprochen hast? Okay. Überleg dir, wie wir Greta helfen können. Jule? Enttäusch mich nicht. Ich verlasse mich so sehr auf dich. Ja? Du hast deine Gitarre unten stehen lassen. Soll die wirklich auf den Trödel? Du hast früher so oft darauf gespielt. Das ist fast 20 Jahre her. Vor der Flut. Bevor ich ein Jahr im Koma lag. Und seitdem hast du sie nicht mehr angefasst? Nein. Ich konnte nicht. Wenn ich früher Gitarre gespielt habe, dann war das immer für mich wie eine Flucht. Ich habe mich geschützt gefühlt.
geborgen. Seit der Flut hat das nicht mehr funktioniert. Erinnerst du dich noch daran, als wir damals immer heimlich auf den Dachboden geklettert sind? Natürlich. Wir haben am Fenster gestanden und dann übers Meer rausgeschaut. Du hast für mich gespielt. Unser Lied. Damals wusste ich noch nicht, dass wir zusammengehören. Wie viel ich für dich empfinde. Dass es unser Lied ist. Das war mir erst klar, als wir uns das erste Mal geküsst haben. Draußen im Wrack. Was wir hier eigentlich tun. Wir haben uns entschieden, aufeinander zu verzichten. Aber hätte ich gewusst, wie schwer es ist. Hättest du dich wirklich anders entschieden? Was wäre aus Greta geworden? Oh, sind meine Beine heute schwer? Was machst du denn mit meinem Rezeptbuch? Das hat mir Edmund wiedergegeben. Käse ist doch sehr gut aufgehoben. Ja, aber doch nicht zwischen den Gewürzen. Da finde ich es nie wieder. Was hat Edmund überhaupt damit gemacht? Na, was wohl? Gib mal her. Gelesen. Gelesen. Ja, was denn sonst? Raus mit der Sprache, was ist los? Edmund hat eine Idee. Er wollte dir Mut machen, weil du deinen Plan, ein Kochbuch zu schreiben, so schnell aufgegeben hast. Und daran war ich auch nicht ganz unschuldig. Welche Idee hatte Edmund? Edmund und ich, wir haben eins deiner Rezepte eingereicht. Was habt ihr? Ja, bei einem Wettbewerb. Sterneköche kochen regionale Rezepte. Das beste Rezept gewinnt einen Preis. Wir haben dein Nordersunder Salzwiesenlamm eingeschickt. Das habt ihr eingeschickt? Eine Kopie davon. Ja, aber das koche ich doch schon seit Jahren nicht mehr. Wieso? Das hast du doch zu Ostern noch gemacht. Ich verändere es jedes Mal. Ach. Dass du das nicht schmeckst, glaub ich gern. Aber so ein Sternekoch merkt das sofort. Und so, wie es hier drin steht, kocht man das heutzutage nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Ja, lass dir was einfallen. Ich möchte mich nicht blamieren vor den Sterneköchen. Heißt das, du bist dabei? Dann hoffe ich, man sieht sich ja bald mal wieder. Gerne. Gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Sven schon wieder weg? Sieht so aus. Was ist denn los bei euch? Nichts. Du flirtest wie eine Weltmeisterin. Ich will ja auch nicht aus der Übung kommen. Warum solltest du beim Flirten nicht aus der Übung kommen? Ich will dir auch Sven eine Show bieten, wenn du noch mal hier auftaucht. Ach, Nina, glaubst du wirklich, dass du ihn mit solchen Spielchen einfangen kannst? Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich sogar. Du wirst nur verlieren. Du musst es ja wissen. Ja, ich kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Was kommt da deiner Meinung nach raus? Nichts, absolut gar nichts. Dann dir in der Schule mal was anderes erzählt. Nina, du spielst ihm was vor, er spielt dir was vor. Was soll denn da groß bei rauskommen? Am Ende wisst ihr selber nicht mehr, was ihr voneinander wollt. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Frag dich doch einfach mal, was du wirklich von ihm willst. Geht's hier um ein Machtspiel oder? Oder was? Oder bist du in ihn verliebt? Ich verliebt in Sven. Mhm. Nur weil wir miteinander schlafen, hat es doch noch lange nichts mit Liebe zu tun. Nein. Und was sollen dann diese Spielchen?
Nicht zu machen? Wobei, ich kann es sogar verstehen. An seiner Werft wird Robert vorerst nur träumen können. Kian macht auch permanent Ärger in der Reederei. Kein Wunder, dass er niedergeschlagen ist. Aber meinst du nicht, dass er damit alleine klarkommen muss? So ist das nun mal im Leben. Man bekommt nicht immer das, was man sich wünscht. Auch wenn man noch so sehr dafür kämpft. Arthur. Ich habe das jetzt gar nicht auf uns bezogen. Auch wenn ich gerade dieselbe Erfahrung mache. Gestern, als wir noch mal zusammen geschlafen haben, habe ich auch einen klitzekleinen Augenblick gedacht, dass ich das bekomme, wofür ich immer gekämpft habe. Wie dumm von mir. Zynismus steht dir leider überhaupt nicht. Nein. Macht Falten, nicht wahr? Ja. Gut. Was ist jetzt mit der Gitarre? Er scheint sie wirklich nicht in die Hand nehmen zu wollen. Es gibt ein Lied, das er immer gespielt hat, wenn wir zusammen waren. Unser Lied. Und das Lied hat er nur für dich gespielt? Ja. Nein, mit V. Sieverstedt Ulla. Haben Sie die? Ja, genau. Die Anmeldung soll bestehen bleiben. Wir wollen nur das Rezept austauschen. Ja, ein Missgeschick, genau. Ist das möglich? Ja? Super. Okay, vielen Dank. Tschüss. Was hast du mit meiner Mutter gemacht? Sie lädt dich zum Salzwiesenlamm ein. Das macht sie sonst nur zu Ostern. Sie findet mich eben sehr nett. Der Kredit für die Werft. Wie kommt Robert eigentlich damit klar, dass die Finanzierung erstmal geplatzt ist? Oh, das musst du ihn selbst fragen. Ja, ich will nicht in offenen Wunden bohren. Verstehe. Warum interessiert dich das so? Ja, die Werft war schließlich seine Herzensangelegenheit, oder? Kümmer du dich lieber darum, heute Abend pünktlich zu sein. Guten Appetit. Vielen Dank. Hey. Hi. Bärbel müsste gleich zurück sein. Ich wollte nur was abgeben für die Deko. Das ist ja süß. Da wird sie sich sicher freuen. Ich muss auch wieder los. Leon, wenn du schon mal da bist. Ach, vergiss es. Ich hatte nur so eine Idee. Geht es um Sven? Ja, ihr beide seid doch befreundet. Soweit man das mit Sven sein kann. Wir gucken Fußball und trinken Bier. Redet ihr da gar nicht? Doch, manchmal. Und worüber so? Über Fußball und über Bier. Entschuldige. Ich wollte dich nicht auf den Arm nehmen. Wir sprechen natürlich auch über Frauen. Also ich meine, wir sprechen über dich. Was sagt Sven so über mich? Weiß nicht. Nichts Besonderes. Aber ich bin mir sicher, dass Sven dich mag. Meinst du das wirklich? Der scheint ja auch nicht wirklich gleichgültig zu sein. Hallo, Jule. Ist Alexandra heute nicht da? Leider nicht. Wo ist sie denn? Sie hat ihre Hand gebrochen. Oh Gott, wie ist das passiert? Ein Unfall. Sie hat ihre Hand in der Praxistür eingeklemmt. Naja, ehrlich gesagt habe ich ihre Hand in der Praxistür eingeklemmt. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Jedenfalls übernehme ich hier die Vertretung. Willst du dich nicht schon setzen? Dauert noch ein bisschen. Oh, ja, entschuldige, klar. Mann, oh Mann.
Was ist denn? Sorry. Ich will nicht aufdringlich sein. Also, wenn du irgendwas wissen willst, frag. Ist wegen des Tumors? Du fragst dich wahrscheinlich, warum es mir so gut geht, oder? Naja, man sieht dir überhaupt nichts an. Ich habe auch keine medizinische Erklärung dafür, aber ich bin froh, dass es mir gut geht und dass ich fit bin. Dann hoffen wir, dass die Strahlentherapie bald anschlägt und du bald wieder gesund bist. Ich glaube fest dran. Muss ich. Hey. Hey. Na? Ich wollte mein Rezept abholen. Okay. Ich habe ihre Akte schon rausgelegt. Danke dir. Und kommst du mit dem Präparat zurecht? Sind die Kopfschmerzen besser geworden? Mhm. Ja. Sag mal, spricht irgendwas dagegen, ein Praktikum im Kinderheim zu machen? Nee, eigentlich nicht. Super. Solange du dich gut fühlst, kannst du machen, was du möchtest. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn die Kopfschmerzen wieder kommen, ja? Dann müssen wir entweder die Dosis anpassen oder auf ein anderes Präparat umsteigen. Mach ich. Okay. Erstmal machen wir damit weiter. Druckst du dir bitte das Rezept aus? Klar. Danke dir. Herr Öhlien. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ihr kommt zurecht? Prima. Kommen Sie bitte mit. Ciao. Ich freue mich. Aber seid bitte pünktlich. Ich weiß, dass du immer pünktlich bist. Bis bald. War das Edmund? Nein, Wiebke. Aber sie hat Edmund Bescheid gesagt, er kommt. Sehr gut. Obwohl ich nicht verstehen kann, dass du so einen Aufwand betreibst. Es ist ja ganz schön, dass uns Edmund wieder mal besuchen kommt, aber deshalb gleich ein Festessen, so unter der Woche? Sag mal, wessen Idee war das eigentlich, das Salzwiesenlamm zum Wettbewerb einzuschicken? Ich muss das Rezept noch mal durchkochen. Das ist doch nicht nötig. Doch ist das nötig. Ich brauche eine unvoreingenommene Meinung. Jemanden, der das noch nicht gekostet hat. Du hast immer noch zu wenig Selbstvertrauen. Du hättest dein Kochbuch schreiben sollen. Ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Dann hättest du endlich selbst begriffen, dass du eine gute Köchin bist. Ich weiß, dass ich eine gute Köchin bin. Aber deshalb muss ich mir doch nicht die Nächte an der Schreibmaschine um die Ohren schlagen. Salzwiesenlamm hast du schon 100 Mal für uns gekocht. Und wenn du was daran verändert hast, dann kannst du das Rezept doch aus dem Gedächtnis ergänzen und ab damit. So einfach ist es nicht. Und warum nicht? Weil ich es jedes Mal anders mache. Ich erfinde es jedes Mal neu. Für mich ist es immer Lamm. Und es schmeckt unglaublich gut. Soll ich es aufschreiben? Lass bitte. Ich muss das nachher lesen können. Vorsicht, das ist Chili. Ich weiß. Seit wann kommt Chili zum Lamm? Schon immer. Das wüsste ich aber. Brauchst du keinen Pfeffer? Natürlich. Soll ich? Oh, sag mal, untersteh dich. Wann kommen rote Beete zum Lamm? Lass mich doch einfach machen. Rote Beete. Hast du gar nichts zu tun? Nee. Ich glaube, ich brauche noch Möhren aus dem Garten. Ja, die passen noch besser zum Lamm. Geht doch. Möchtest du einen Kaffee? Danke dir, sehr gerne. Was ist los? Hast du was angestellt? Nein, gar nicht. Aber... Na, was denn?
hab doch vorhin mit Greta geredet. Wie kann die so gut drauf sein? Sie möchte ein Praktikum machen. Ich meine, sie ist doch total krank. Ich hab Greta erst auch nicht verstanden. Ich hab gedacht, sie verdrängt alles, aber inzwischen glaube ich, dass sie, ja, dass sie damit lebt. Auf ihre Art und Weise. Und wie stehen ihre Chancen? Mit einem inoperablen Plexuspapillom? Sehr schlecht. Das heißt, sie wird sterben. Wie lange hat sie noch? Schwer zu sagen. Du hast doch sicher eine Einschätzung. 3 Monate, 1 Jahr. Und wird ihr Tod schlimm sein? Jule, das bringt nichts, so darüber nachzudenken. Wichtig ist, dass Greta jetzt ihr Leben lebt, jeden Tag. Sie glaubt an ihre Heilung und solange sie das tut, werde ich sie darin unterstützen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es ihr so gut geht. Der nächste Patient müsste gleich kommen. Okay, danke dir. So, hier sind die Möhren. Danke, Schatz. Leg sie dahin, ich brauche sie jetzt nicht. Sie doch rote Beete. Sieht gut aus. Riecht aber komisch. Was hast du mir vorhin zum Würzen gegeben? Ich? Du wolltest Pfeffer. Kardamom. Was heißt das jetzt? Kardamom am Lamm. Riecht ein bisschen muffig. Ist doch nicht so schlimm. Ich hol dir einen neuen Lammrücken. Oder du schickst das alte Rezept. Sag mal. Ich hab doch noch zu tun. Nina, kannst du bitte die Terrasse übernehmen? Ist Kai noch nicht zurück? Sven? Na, Nina, viel zu tun? Oh, es geht so. Aber ich mach gleich Feierabend, also wenn du wartest. Ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken. Moin. Moin. Machst du mir einen Kaffee, bitte? Kommt sofort. Na, wieder alles in Ordnung bei euch beiden? Klar doch. Ich meine ja nur. Was? Ach, nichts. Leon. Wenn du mir irgendwas zu sagen hast, dann sag's. Nö. Oder vielleicht doch. Warum lässt du Nina eigentlich so zappeln? Wie bitte? Du kannst dir doch einfach sagen, was du für sie empfindest. Jetzt stopp mal kurz. Nur weil du dir freiwillig Klick-Klacken-Ring an den Finger stecken lässt, heißt das noch lange nicht. Dass du Nina sagen kannst, was du für sie empfindest? Das kannst du ihr echt nicht antun. Ach ja. Und warum nicht? Weil Nina echt was Besonderes ist. Was du nicht sagst. Ja, sage ich. Und ich weiß, wovon ich spreche. Weil du einmal mit ihr geschlafen hast? Weil sie eine gute Freundin geworden ist. Wie gesagt, Nina ist was Besonderes. Und wenn ich du wäre, dann würde ich mir was einfallen lassen. Ich bin aber nicht du. Gott sei Dank. Leon. Leon, ich bin nur hier, um meinen Kaffee zu trinken. Auf Beziehungsgespräche habe ich keinen Bock, ja? Hi. Greta. Was denn so lang? Ich war bei Markus, hab mein Rezept abgeholt. Er hat nichts gegen Praktikum im Kinderheim. Oh, schön. Dann kannst du ja morgen anfangen. Wie geht's dir? Ich bin okay. Ich würde dir so wahnsinnig gern helfen. Ich weiß überhaupt nicht wie. Danke, kannst mir im Moment nicht helfen. Ich muss einfach mal klarkommen. Du wirst deine Werft bauen. Was ist das? Meine alte Gitarre. Wo ist denn die her? Herr Meier hat die auf dem Dachboden gefunden. Darf ich? Klar. Das ist nicht wahr, oder? Wir haben so oft am Lagerfeuer gesungen. Ganz schön lange her. Hast du Lust, was zu spielen? Ach, das ist so ewig her. Das verlernt man nicht. Ich will dich nicht drängen. Damals habe ich dir gern zugehört. Vielleicht brauchst du ein bisschen Übung? Ich lasse dich mal alleine.
gleich soweit. Nur noch eine Bestellung. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was denn? Alter, das kannst du echt nicht bringen. Willst du nicht wenigstens Bescheid sagen, bevor du gehst? Ich hab doch gesagt, ich will nur einen Kaffee trinken. Wie, und das ist jetzt alles? Na klar, was soll denn sonst noch sein? Was bist du nur für ein Arsch? Sag jetzt bloß nix. Autoschlüssel? Ja. Danke dir. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst komme ich zu spät zu meinem Haus besuchen. So, jetzt kann ich gehen. Tschüss! Ciao! Und? Hör zu, ich habe vorhin mit Greta geredet. Du sagst ja gar nichts. Du, wir müssen das nicht machen. Greta wird sterben. So oder so. Natürlich wird sie sterben, so wie du. So wie ich. Die Frage ist doch nur, wann? Ich meine, weißt du, wenn sie leiden würde, aber es geht ihr gut. Sie ist glücklich. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Aber... Jule... Willst du so lange warten, bis sie sich quält? Bist du so herzlos? Nein, ich weiß nur nicht, wie... Ja, ich. Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Ich gebe und gebe und gebe. Und du stellst mich immer nur in Frage. Das tut weh. Hör zu, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich weiß einfach nicht... Jule, Gretas Sterben ist ein Prozess, den wir ihr erleichtern. Mehr können wir doch wirklich nicht für sie tun. Danke, Mama. Das war köstlich. Aber du nimmst noch ein Stück. Aber nur ein kleines. Ich bin proppenvoll. Das Lammfleisch ist butterweich. A point gegart. Dann diese aparte Nuance von herben Salzwiesen, gekontert mit einer gewissen Süße. Unglaublich. Also so habe ich Lamm noch nie gegessen. Krieg doch nicht so geschwollen. Ich weiß nicht. Irgendwie schmeckt es, naja, jedenfalls nicht norddeutsch. Stimmt. Ich denke sofort an Marokko. Kardamom, oder? Das hast du geschmeckt? Na klar. Ich bin beeindruckt. Das Rezept willst du doch wohl so nicht einschicken. Wieso denn nicht? Naja, weil... Was der Bauer nicht kennt. Es sollten nur regionale Rezepte eingeschickt werden. Ja, aber die dürfen doch von der internationalen Küche inspiriert sein. Und wenn du das Kardamom einfach weglässt? Ich kann doch kein Rezept abschicken, wo ich die Hälfte weglasse. Ja, genau, das ist doch das i-Tüpfelchen. Ich wollte dir nur die Enttäuschung ersparen. Damit komme ich schon zurecht. Soll ich's abschicken? Ach, gern. Geht es so, oder muss ich es noch mal abtippen? Es ist perfekt, so wie es ist. Wird dein Lamm jetzt immer so schmecken? Mal sehen. Inspiration, ne? Das hätte ich schon gemacht. Bitte schön. Guten Appetit. Nina, ich... Ich hab zu tun. Warte doch mal ganz kurz, bitte. Warum? Weil... Der Tisch ist übrigens reserviert. Nina. Lass mich sofort los! Mensch, aber nur, wenn du aufhörst mit dem Scheiß. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich... Oh Sven, wenn du mir was zu sagen hast, dann sag sofort, ansonsten... Ich liebe dich, Nina. Wie bitte? Ich liebe dich verdammt noch mal. Nee, was ist denn jetzt? Du sagst ja gar nichts. Sven. Ich liebe dich doch auch.
Das ist schön. Ich spiele nicht mehr. Seit 18 Jahren nicht mehr. Glaub mir, es ist besser so. Als einen Menschen dahinsiechen sehen, dann weißt du, wie menschenunwürdig so ein Ende ist. Und das möchte ich Greta ersparen. Mein Mann werden? Ja. Ich will. Pato, ich kann nicht mit dir verreisen. Und wir werden auch nicht heiraten. Ich liebe Robert. Ich habe eine Idee, die konnte ich nicht am Telefon mit dir besprechen. Lass uns heiraten. Aber zwischen uns ändert sich doch nichts. Außer, dass ab morgen alles ganz anders sein wird. Dann bist du Arthurs Frau. Und du Gretas Mann. Willst du Arthur Groth zu deinem Mann nehmen? Ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, das will ich. Aus. Nicht gut, leider. Keine Hoffnung? Nur die auf ein Wunder. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Die Akte, die ich dir erklären sollte, das war Gretas. Was ist das Problem? Ich verstehe dich nicht. Was verstehst du nicht? Was hast du gegen sie? Nichts. Was soll ich gegen Greta haben? Warum solltest du sie sonst umbringen wollen? Sie hat dir nichts getan. Sie ist so tapfer, wie sie mit ihrer Krankheit umgeht. Jule. Sie ist glücklich. Sie hat Pläne. Stopp. Höre auf. Hast du denn gar nichts verstanden? Was? Dein Gequatsche, dass wir sie von ihrem Leid befreien sollen, das ist Müll. Sie leidet nämlich gar nicht. Ach, sieht so dein Vertrauen in mich aus? Heute Morgen hast du mir noch gesagt, dass du bei mir sein möchtest. Nicht so. Und jetzt kannst du noch nicht mal einen kleinen Auftrag ausführen. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Das ist so ein Schwachsinn! Davon war nie die Rede. Ich dachte, du bist was Besonderes. Schön. Ich bin keine Mörderin. Du hast mich die ganze Zeit ausgenutzt. Aber damit ist jetzt Schluss. Wie konnte ich nur so blöd sein? Überleg dir genau, was du jetzt tust. Wenn du gehst, brauchst du nie wiederzukommen. Wow.
worauf du dich verlassen kannst. Das wirst du bereuen. Du kannst mich mal! Ich habe nachgedacht. Ich auch. Wir können so nicht weitermachen. Das macht uns kaputt. Ich gehe zurück nach Berlin. Die Scheidung ist ja nur noch Formsache. Sehen wir uns wieder. Was machst du jetzt? Ich werde mein Zimmer nehmen. Vielleicht bei Ulla und Bernd. Das heißt? Ich bleibe. Ich war mir damals sicher, dass du mich nicht mehr sehen willst. Wie kannst du denn sowas denken? Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Jeden Tag, an dem Greta lebt, an dem sie glücklich ist, jeder Tag zählt. War alles von Anfang an falsch. Wir wollten Greta helfen. Indem wir sie belügen und betrügen? Im Moment geht es ihr vielleicht gut, ja. Aber wir hätten nur als Freunde für sie da sein müssen, Robert und ich. Dafür ist es jetzt zu spät. Was hast du vor? Ihr alles sagen? Ja. Ich glaube, es geht nicht anders. Du weißt, was du riskierst. Aber ich kann sie doch mit dieser Lüge nicht gehen lassen. Gut, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Nein, Arthur. Da muss ich alleine durch. Du hast mir schon genug geholfen. Ich werde Greta die Wahrheit sagen. Ich weiß nur noch nicht wann. Wie wär's mit jetzt? Es muss ja eine große Sache sein. Ist es auch. Ich bin sicher, Greta ahnte von Anfang an, dass dein Herz in Wald Maya gehört. Sie hatte nur nicht die Kraft, sich das einzugestehen. Ich wollte dich kaputt machen. Du, mich? Ja. Ich verabscheue dich. Verzwickte Situation. Du bist doch viel zu feige. Wir sind noch nicht fertig. Ich schon. Bleib stehen.